Sie sind hier, 22. September 2018, 20.47 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Yasin Ellis gewann mit dem DEB-Team Olympia Silber. Urheberrecht Getty Images für Brooks Macek und Yasin Ellis ist der Traum von der NHL vorerst geplatzt. Die beiden Nationalspieler müssen sich vorerst in der NHL beweisen. Zwei deutsche Olympiahelden wurden von ihren NHL-Teams vorerst aufs Abstellgleis abgeschoben. Die Nationalspieler Yasin Ellis und Brooks Macek kommen damit in der kommenden Spielzeit der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga vorerst nicht zum Einsatz. Ellis wurde von den Calgary Flames zum Farmteam Stockton Heat in die American Hockey League All abgeschoben, Macek von Finalist Vegas Golden Knights an die Ostküste zu den Chicago Wolves. Dies gaben die Flames und die Golden Knights auf ihren Internetseiten bekannt. Während sich Ellis und Macek in der All noch für Einsätze in der NHL empfehlen können, platzten die NHL-Träume von Frederik Diffels und Marcel Nöbels. Anzeige, jetzt Fanartikel zum US-Sport kaufen, hier geht es zum Show. Nationalstürmer Diffels kehrt von den Pittsburgh Penguins zu den Kölner Haien zurück, wo er für 3 Jahre unterschrieb. Nöbels, Ellis und Macek, Olympia Zweiter von Pyeongchang, spielt nach dem Verzicht der Boston Bruins wieder für die Eisbären Berlin. Von Sportinformationsdienst.